Mehr als 5 Jahre musste er auf diesen Moment warten. 90 Formel-1-Rennen lang hatte er nie freie Sicht auf die erste Kurve. Und dann gestern endlich die erste Pole-Position für Nick Heidfeld. Ehrlich gesagt habe ich es noch nicht ganz realisiert, weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe. Ich habe schon gedacht, dass wir in die zweite Reihe fahren können, wenn alles gut läuft. Aber mit der Pole-Position habe ich definitiv nicht gerechnet. Besser hätte es nicht sein können. Ich warte jetzt schon seit Jahren darauf, meine Pole-Position zu haben. Jetzt hat es endlich geklappt, dass es hier am Nürburgring ist. Bei meinem Heim-Grand Prix hätte man, glaube ich, nicht besser timen können. Zweiter in Monaco schon vor Wochenfrist. Nur noch der letzte Schritt fehlt zum ersten Sieg in der Formel 1. Am Ziel ist Nick Heidfeld mit dem Team BMW Williams aber noch lange nicht. Die eigenen Ansprüche sind die eines Siegers. Die Erwartungen sind in der Form erfüllt worden, dass das Team dementsprechend professionell ist, gut arbeitet und auch den Wagen weiterentwickelt. Erfüllt ist es noch nicht darin, dass wir nicht die Ergebnisse erzielt haben, die ich mir vorher ausgerechnet habe. Ausgerechnet hatte er sich wohl mehr als die beiden bislang erreichten Podestplätze. Dieser Mann will Rennen gewinnen. Nicht zuletzt deshalb ist er in diesem Team. Die Pole gestern ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Bessere Aussichten als heute hatte er nie auf den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere. Außergewöhnliches fahrerisches Talent bei Heidfeld, allerdings auch gepaart mit viel gesundem Realismus. Um die WM mitzukämpfen, ist im Moment sehr unrealistisch. Wenn wir jetzt auf einmal einen Riesenschritt machen würden, wäre das theoretisch schon noch drin, aber davon gehe ich momentan mal leider nicht aus. Ich würde hoffen, dass das Team es schafft, sich so weit zu verbessern wie in den letzten Jahren auch, wo es eigentlich jeweils dann auch Siege rausfahren konnte. Das kann er jetzt möglicherweise ausgerechnet hier am Nürburgring, wo er übrigens am Donnerstag schon einige Runden im M5 gedreht hat. Hier im Formel 1 aufpassen, dass man nicht zu stark über die Pöller fährt. Da kann man Flügel verlieren. Dann raus beschleunigen, hin zur letzten Kurve. Recht innen bleiben. Und dann. Das ist im Formel 1 nicht so angebracht. Nicht so einfach und ist auch nicht gerade schnell, aber es macht Spaß. Es macht Spaß hier in der Eifel, auch wenn an diesem Wochenende bestimmt nicht alles rund gelaufen ist für ihn. Am Freitag noch musste er seinen BMW vorzeitig abstellen mit technischen Problemen. Heute blickt dieser Mann von der Pole Position vielleicht seinem ersten Grand Prix-Sieg entgegen. Und eine Überraschung wäre das nach dem zuletzt gezeigten ganz gewiss nicht mehr. Alles Gute, Quick Nick.